Dank unserem Außenwetter. Die Methoden zur Erschaffung dieser Kristalle. Eine organische Maschine mit komplexen kommunikativen Fähigkeiten. Wir könnten Jahre damit verbringen, das zu untersuchen. Haben wir aber nicht Zeit. Aber wir können jetzt eigentlich eine Radschüssel herstellen. Natürlich. Uns fehlen Waffenfragmente. Das ist unglaublich. Ja, unser Plasmagewehr. Das wären dann die dicken Plasmas. Also wir haben ja mit leichte Plasmas und das sind hier dann halt die schweren Plasmas. Ja, Illyrium. Ich kann mir nur vorstellen, was die Aliens in einer Untergrundanlage Illyrium. Illyrium. Okay. So. Können wir noch was in der Offizierscrew kaufen? Ne, haben wir alles schon. Was sieht denn Technik? Was machen die jetzt noch? Ich habe eine Idee, wie wir in die Anlage der Aliens gelangen könnten. Auf Ihren Befehl beginne ich umgehend mit der Herstellung des Schlüssels. Ja, mach mal, aber erst will ich hier, dass wir noch ein paar Satelliten in Auftrag geben. Ich will noch nicht wirklich... Ja, noch will ich nicht. Noch will ich nicht. Wir haben nur zwei. Illyrium haben wir jetzt erforscht. Jetzt können wir einen besseren, verbesserten Pulsbogenschießerei machen. Wir können es nicht, herstellen oder gewinnen, sondern nur, wenn wir den Schützpunkt oder den Raumschiff von Aliens angreifen und diese dadurch erbeuten. Titanrüstung. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Nur Südamerika, aber das ist auch nicht allzu schlimm. Aber jetzt haben wir 12 Wissenschaftler bekommen, das dürfte unserer Rüstung nur helfen. Wir behalten sie im Auge. 7 Tage, siehst du mal. Ich will noch den Firestorm haben. Wir haben einfach nur gleiche Bedingungen geschaffen. Schmuckes Ding, was wir da haben. Wir haben hier schon einiges geleistet, aber ich muss sagen, mein Team und ich sind auf unsere Arbeit am Firestorm besonders stolz. Könnt ihr auch sein, meiner Meinung nach. So, der Nexus. Wir können hier mal ausheben. Hier könnten wir noch... Wie sieht's denn mit Strom aus, Energie? Ja, das ist noch genug da. Eine Werkstatt? Was gibt, was kann man da überhaupt alles so bauen? Iridiumkraftwerk könnten wir bauen, aber... Das ist mir nicht wirklich wichtig. Auch noch eine Werkstatt, würde ich mal sagen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Gießerei. Eine schwere Waffenplattform. Das sind so Mini-Roboter, die wir mitnehmen können. Und die wir quasi dann anhand, also austauschen müssen gegen einer unserer Soldaten. Der Futter an den Dingern ist. Denn wenn wir die verlieren, verlieren wir kein Leben. Problem an den Dingern ist, die sind halt... Ja... können halt keine Deckung nutzen, sowas.
Munition sparen, das ist echt falsch. Ich kümmere mich darum, dass die Herstellung sofort beginnt. Sobald wir etwas haben, melde ich mich. Dann bauen wir jetzt mal diesen Generalschlüssel. Die Gut. Einsatzmöglichkeiten für diese Art von Technologie wären unendlich gewesen. Wären die Aliens in Frieden gekommen. Nee, Lagerzentrum. Folgendes. Dieser Stützpunkt hat zwei grundlegende Grundrisse. Also das heißt, wenn man das einmal spielt, hat man eine gesehen und man kann sein, dass beim nächsten Mal eine andere kommt. Ich weiß, dass das immer hart war. Und ich möchte eigentlich unsere Titanrüstung schon haben. Dafür. Der Nexus ist schon mal fertig. Jetzt brauchen wir nur die vier Satelliten, die noch kommen. Satellit Nexus online. Nee, eigentlich nicht. So, und die Titanrüstung in 2 Tagen. Aber vorher wollen sie uns noch ärgern. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Holoblock markiert. Tokio, denke ich mal, ist okay. Australien oder Brasilien? Brasilien. Dabei! Major Lippi darf aussetzen. Aber davor darf er noch die Schadenrüstung ablegen. Und das Plasmagewehr. Chris, du siehst, du bist der Colonel. Wie kann das sein? Schneider kommt mit. Kitty Cat darf wieder mit. Ist auch mit besserer Waffe. Chrissy, willst du mal aussetzen diese Runde? Ich gönn dir mal eine Pause. Und Özkan, ich habe dich nicht vergessen, du kommst diese Runde mal mit. Ich muss noch mal gucken hier. Wer von euch Vollidioten hat denn... Genau, ich glaube, du hast noch die bessere Pistole. Genau, die mal ab. Das brauchen jetzt die Leute, die kämpfen. Unter anderem Feline. Das jetzt. Wir haben mehr von denen, ich glaube nur 2, ne? Und das heißt, Schlitter ist sowieso Stürmer, der bekommt die noch nicht. Die Unterstützer kriegen ja die bessere Pistole. So. Das heißt, Cosi und Feline haben die Pistolen. Wir haben den Kingpin drin, den Özkan, für schwere Sachen. Wir haben sowieso den Schnitter, der sowieso die Arbeit macht, wie er soll. Und die Sniper sind sowieso immer dabei. Los geht's. Transporter ist eingetroffen. Es könnte natürlich sein, dass auch Chrissy mit der Waffe nicht da kam. So leicht, ne? Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Das kommt mir bekannt vor, aber nicht aus guten Tagen.
Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. So. Spritpreise. Ja. Ist halt so. Ja, das ist die Karte, die ich nicht spielen wollte. Ja, die Karte. Die will ich nicht haben. Unterwegs. Cozy. Drücke aus. Verdiene noch. Verstanden, Commander. Wenig Platz, wenig Deckung. Verdammt blöd ist das. Hab's gehört. Gehe auf Feldposten. Ich kümmere mich drum. Feldposten, verstanden. Gebe mich auf Position. Ich mach mich los. Gut. Position bestätigt. Oh. Da hinten, okay. Kann noch. Ja, das steht aber hier ganz gut. Könnte sie besser stehen, ist die Frage. Ja, kann sie. Vielleicht hier hinten. Scheiße, sie hätte vielleicht das Gewehr ausrüsten sollen. Okay. Bin unterwegs. Verstanden, ich habe alles im Blick. Ja gut, das wissen wir jetzt aber schon, dass die da sind. Cozy? Trist, wunderbar. Was für eine Frau. Edskan, 40%. Wenig.
verdiene. 62%. Stehst aber besser hier. Kannst ja von da auch noch feuern, hast du immer noch dran gesagt. Das kann man probieren. Auch wunderbar gemacht. Nichts dran auszusetzen. Da 65. Ja. Er ist ausgeschaltet. Muss man unsere Sniper nicht mehr bemühen. Aber ich will jetzt gerade noch die Chance geben, vielleicht trifft er ja trotzdem. Ja. Drüben. Es trägt keine Waffe wie die anderen. Welche Aufgabe könnte es haben? Oh shit. Oh, neuer Gegnertyp. Nur, sie sind in meinem Bild. Ja. Ein Alien ohne Waffe. Wir sehen jetzt halt nicht mehr, was es ist, genau. Aber ich kann euch sagen... Unschön. Es sieht... ähnlich aus... wie ein Alien, das wir bereits kennen. Und Geräusche. In Bewegung. Scanne. Cat bleibt, wo sie ist. Und auch Shadow bleibt, wo er ist. Er ist da gut. Also Cosi geht mal ein bisschen mit Schnitt damit, weil sonst ist mir das zu unsicher. Was war das für ein Geräusch? Scheint ja fast so, als wäre Schnitter schon auf der richtigen Spur. Begebe mich auf Position. Aber er wird die Tür nicht aufmachen. Verstanden. Ich habe alles im Blick. Noch nicht. Cosi darf jetzt erst noch. Mich auf Position. Gut. Kiwi steht da. Steht er gut um da? Die Autos dazwischen, ne? Könnte er nicht unbedingt eine freie Schussbahn haben? Herzkampf. Das packst du. Sagen wir einfach mal, es passt. Auf Feldposten. Scanne. Okay. In Bewegung. Da kommen sie. Fuck. Sie rücken vor.
Also er geht da auf jeden Fall weg. Sehen die alle nicht. Das ist jetzt verdammt blöd. Hier reingehen will ich nicht. Vielleicht trifft er ja. Nee. Daneben geschossen. Er darf noch mal. Jetzt trifft er. Sogar kritisch. Meine Überlegung in diesem Fall ist jetzt... ob ich den Muton da an der Wand platt kriege. Cat hat leider keine Granate. Aber Kiwi kann. Dann darf Kiwi auch. Er ist ausgeschaltet. Gut, dann brauchen wir diese Granatetechnik gar nicht. Ja, 72%, aber steht direkt vor dir. Wenn, dann kriegst du jetzt einen auf die Fresse, wenn... Was machen wir? Hast du den Doppelschuss vielleicht? Nee, du hast Ausräuchern. Haben wir noch Cosi. Die könnten natürlich jetzt nachrücken. Wir probieren's. Okay. Kill bestätigt. Wo steckt ihr? Cosi? Eine Frau mit Format. Sehe ich das richtig? Zwei Discs. Ja, immer mit guter Leistung. Cat, was ist denn los? Warum siehst du nichts? Das sieht auch nichts. Kann nicht eh auf Sicherheit spielen, das... Irgendwann wird es zur Konfrontation kommen. Wovor ich jetzt Angst habe, ist eigentlich, dass dieses andere Alien noch auftaucht. Shadow, du musst hier hin. Cosi. Bisher eine beispielhafte Leistung. Auf dem Weg. Auf Feldposten. Und auch, wir müssen auch Kiwi besser platzieren. Der steht hier noch relativ unnütz.
Jo, ihn trifft. Und Ewis Dunkel, kann schießen. Haut auch 4 Punkte Schaden rein. Oh, er schießt auf Berline. Trifft aber nicht. Okay. Feline muss weg. Spectre Kiwi ist da. Könnte schießen. Ewiges Dunkel könnte schießen. Und macht das auch mal. Auf unsere Cyber-Scheiße da oben. Nächstes Mal krieg ich sie. Kannst du da vorbeihauen? Also du musst weg. Du musst da weg. Kannst aber vielleicht nochmal schießen. Jo. Die Drohne hat sie dann nicht mit weggerissen. Özkan hat noch, aber Özkan lädt mal nach. Kiwi kann ja noch und den dürfte auch haben. 100% auf Sicherheit. Ja. Aber einen vermissen wir ja noch. In Bewegung. So, mindestens einen vermissen wir ja noch. Das neue Alien. Was keine Waffe hat. In Bewegung. Ich kümmere mich drum. Rücke vor. Scanne. Da steht er gut, wo er steht. Bei Kiwi sieht das ein bisschen anders aus. Da hinten her, also okay. Also es gab hier jetzt in diese Richtung hier, gab es eine Meldung. Schnitter, du bist der Stürmer. Wo steckt ihr? Begebe mich auf Position. Wir werden Feuerkraft brauchen. Begebe mich auf Position. Immer schön die Augen aufhalten. Unsere Sniper müssen sich jetzt alle mal nachziehen. Weil wir könnten sie brauchen. Da die ja doch ordentlich Schaden machen. Ich geb Gas. Gut, Schnitter. Bestätige. Mach mal auf.
Was zum Teufel war das? Der ist da. Immer wachsam, Commander. Auf dem Weg. Ich kann so viel sagen, es ist ein R. Und mich wundert es, dass er noch nicht gekommen ist, denn normalerweise ist er ziemlich aggressiv. Aber er hat keine Nahkampf, also hat keine Fernkampffähigkeiten. Heißt, er muss nahe kommen, deswegen ist er auch sehr aggressiv. ja. Eigentlich solltest du schon hier irgendwo in Deckung gehen. Ich glaube, ich habe was gehört. Bevor wir nicht eine vollkommen sichere Verteidigung hier haben, machen wir überhaupt nichts. Da ist er! Ein roter Muton, namentlich Berserker. Die haben 20 Leben. Gern. Ihr seht, er hat an der Hand solche Krallen dran. Cat sieht ihn nicht, Cosi sieht ihn nicht, Shadow sieht ihn nicht. Warum sieht Shadow ihn nicht? Shadow, was machst du? Rein. Das hat den Erfolg, dass er jetzt zu in Richtung Shadow rennt. Nein, ich bin nach Hause. Du Pussy. Wie gesagt, mit Erfolg sieht ihn jetzt nämlich auch Cat. In unserer Runde kann er nicht angreifen. Kann denn Kiwi? Nein, er kann nicht. Abki müsste aber können, oder? Ja, 100%. Özkan sieht ihn nicht mehr. Das ist blöd für Özkan. Für Cosi. Aber Cosi sollte da doch näher rangehen. Um den Kill zu garantieren. Warum hast du das Glas durchschlagen? Immer wachsam, Commander. Zwei Mutter sind noch da. Wie heißt du, ewiges Dunkel?
Ich darf ihn halten. Ist nix. Nachgeladen. Spectre. Brücke aus. Scanne. In Bewegung. Geh auf Feldposten. Still jetzt. Hört mal. Da ist ja jemand. Aber Schnitter trifft nicht. Aber auch er trifft nicht. Aber steht jetzt frei. Oh, hallo. Drei nur. Guten Tag, Herr Muton, ne? Ja, dass das nicht trifft, das war aber doch klar, oder? So. Was die 100%. Erledigt. Gut. Darfst nochmal, aber du hast schon Max Level. Unser Schnitter kann mit 66%. Das können wir optimieren. Özkan, du drehst den Kill. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Wunderbar. Ihr habt mich nicht enttäuscht. Wir konnten das dann doch relativ gut lösen und haben gesehen, die Aliens haben rote Mutons mit dem Namen Berserker.